Im Jahre 2100XX wurden alle Mavericks neutralisiert. Dank des Reploids-Wissenschaftlers namens Dr. Dobler nutzte er einen Neurocomputer, der sie davor bewahrte, auszurasten. Also sprich, die Reploids rosteten nicht mehr aus, weil der Neurocomputer hier bling bling, du da, Maverick, du mach nicht mehr böse sein und jetzt sind alles wieder normal und ja, und dank Dr. Dobler konnten die zurückgekehrten bösen Mavericks, die ja jetzt normale Reploids sind, haben dadurch Double Town erschaffen. Und ja, es kam, wurde eine große Otabian-Community entstanden. Ja, und dadurch startete ein neues goldenes Zeitalter. Ja, so schön war es heute. Tja, aber nach ein paar Monaten... Ja, die Musik ist übrigens noch voll geil, muss ich auch nochmal dazu sagen. Alter Falter, ist das eine geile Mucke hier. Mann. Ich will jetzt schon Start drücken, am liebsten direkt schon anfangen, ey. Aber die Mavericks, wo wir dachten, die wären wieder zu gut wiedergekehrt, na, hat es sich doch nicht so herausgestellt, denn sie waren böse geworden und griffen wieder an. Sie griffen das Maverick Hunter Hauptquartier an. Und der Anführer war Dr. Dobler selber, der diese Invasion leitete. Warum, weiß keiner. Dadurch hat das Hauptquartier der Maverick Hunter X und Zero gerufen, um den Maverick-Anführer Dr. Dobler vors Gericht zu ziehen, um ihn zu bestrafen. Aber Maverick Hunter ist die Art so die Robopolizei, also für die, die es noch nicht wussten und so. Da sind sie, die Maverick Hunter X and Zero. Oh, Mama Mia. Das Bild und die Musik zusammen, das ist so episch. Ich habe jedes Mal eine Gänsehaut früher gekriegt. Wo ich das Bild sah und die Musik. Boah, Mama Mia. Ich hoffe, man hat jetzt... Na, egal. Ah, ein paar Stunden später... Ja, dringende Aufrufe kamen vom Mob-Quartier der Maverick Hunters. Wir haben hier Mady Bady, SOS, Houston, wir haben ein Problem, wir werden beschossen. Dadurch haben wir jetzt hier Star Wars hier in der Stadt. Oh, da kamen sie angeflogen und der Anruf sagt schon, hier ist das Hauptquartier der Maverick Hunters. Wir werden beschossen. Von Dobblers Macht, von der Dobler Force werden wir angegriffen, ja. Die schießen auf uns hier. Die haben uns das Klo kaputt gemacht und schießen die Küche kaputt und wir haben nichts zu essen und zu trinken hier. Und alle Einheiten sollen bitte zurückkehren und bitte einen Kaffee mitbringen und gelegentlich mal alle hier die kalt machen. Ja. Bitte, Leute. Naja, Scherz beiseite. Willkommen zu meinem neuen Let's Play Mega Man X 3. Oh, Mama Mia. Ich habe mich so gefreut, Leute, endlich mal mit dem Teil anzufangen. Ich hoffe jetzt... Nein, das wollen wir jetzt noch nicht zeigen. Ja, endlich komme ich mal zum dritten Teil von Mega Man X3. Ich glaube, mich erinnern am Final Level Gamer, so der Worte waren, ja, Mega Man X3 wird ja noch schwerer. Ja, Final. Ich nehme dieses Spiel auch auf mich und werde sagen, ja, ich gebe... Alter, Walter, wer hat dir eigentlich erlaubt, einfach das Spiel zurück zu resetten? Ich hab doch nicht ausgeredet, merkt ihr das Spiel? Ich hab den Controller in der Hand, merkt ihr das? Ich bin hier der Computerspieler und bin der Puppenspieler, whatever. Ja, all die lieben Mega Man-Fans, macht euch mal was gefasst. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil nach diesem Mega Man X3 Let's Play wird ja auch noch was anderes folgen. Da könnt ihr euch mal echt überraschen lassen, aber ich will ja nichts verraten. Deswegen werde ich jetzt ganz normal wieder Game Start. Bam! Oh, wieder dieser epische X-Booster wieder. Und ab ins Spielgeschehen. Oh, ich krieg gerade diese Haut. Ich krieg Gänsehaut wieder, dieses Spiel. Es ist einer, neben Mega Man X1 ist X3 auch einer meiner Lieblingsteile. X2 war nicht so toll für mich damals, aber X3 macht es dadurch aber wieder besser, was ich echt toll fand. Boah, da sind sie wieder. Da ist X, da ist Zero. Oh, das Team, ey. Einfach episch, die beiden zusammen.
Und Zero ist größer als Megaman. Sehr eigenartig. X, ich werde mich hier um die Leute hier draußen kümmern. Du gehst rein und kümmerst dich um die Eindringlinge. Alles klar. Diesmal ab. Yes, wie episch er verschwindet direkt. Ready, set, go. Oh, jetzt können wir uns doch wirklich mal bewegen hier. Oh, alles die bekannte Bewegung. Wieder mit A-Taste und nach vorne wieder seinen berühmten Dash, den er aus Mega Man X1 kennengelernt hat, ja. Sprich, in geupgradet wurde. Der epische X-Booster natürlich in der violett-blauen Form. Alter Falter. Warte mal. Ich muss mal kurz mal gucken. Der lässt so leichte Energie. Wie soll ich das jetzt nennen? Ja. Sagen wir mal einfach, er hat einen Auspuff bekommen, dieser X-Booster. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, was ich jetzt das nennen sollte. Es liegt mir gerade ein bisschen auf der Zunge. Und ach ja, ich kenne dich ja auch noch. Nur ein bisschen mehr geupgradet da. Ihr ekelhaften Gegner, die jetzt von der Wand hängen und mir zwei strahlenden. Alle. Aua. Ja, in die Richtung schießen, aber ich dachte mal, ey, ich bin mal so lustig, spring da direkt mal rein. Ja. Oh Gott, es tut mal wieder gut, dieses Spiel zu spielen. Die Musik ist auch schon geil. Das muss ich auch noch direkt hinzufügen. Der Soundtrack schon von dem Teil ist auch einer, der wieder der das Spiel einfach wieder geil macht. Da lässt mich echt Mega Man X2 vergessen. Also ich finde X2 einfach nicht so gut. X3 finde ich da wieder besser. Mac, wo hast du nur gesteckt? Warum? Wo warst du? Hast nicht mal Brötchen mitgebracht. Juax! Ah, erinnert mich an Vile, damals aus der X1. Du hast einfach viel zu viel Vertrauen, X. Ich bin einer der Mitglieder von Dopplers Armee. Muhahaha. Und ich nehme dich mit, weil du bist eine tolle Trophäe für meine Leute. Ja, toll. Ja, Magnetismus und so. Yes, und weg ist er. Und jetzt kommt einer der besten Punkte in diesem Spiel, weil X weg, jetzt nehmen wir ihn als Spieler. Es ist Zero! Boah, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da dachte ich nur, ich spiele jetzt Zero? What the hell? Bam, bam! Und dann plötzlich, oh, und dann die Musik und Alter, da dachte ich nur, jetzt übertreibt ihr aber. Alter, das war schon so geil. Und der Beste ist sogar, lässt sich ja auch so ähnlich steuern wie Mega Man. Ist ja klar, wäre ein bisschen doof, wenn man ihn jetzt nicht mehr wie Mega Man sonst lenken könnte. Aber nur das andere, was er hat, was Mega Man X ja noch nicht hat, ist, er kann ja auch sich komplett mit Grün aufladen. Das heißt ja, wir haben es ja gerade gesehen, er haut direkt zwei maximierte Booster raus. Bam, und gefolgt mit seinem Saber. Den er durch am Ende von X2 ja hat. Oh, Mama Mia. Das ist schon echt geil. Ich hab mir das schon gedacht, dass wieder sowas kommen wird. Die Musik ist einfach geil. Boah. Ganzer Haut wie Feeling. Every time, du kleiner Drecksack. Ich den Finger krieg. Na, warte. Na, komm runter. Du steckst eine Ladung Plasma ins Gesicht. Ja? Hast du immer noch nicht genug? Nein? Immer noch eine? Ja? Pass mal auf, lieber Freund. Ah, verdammt. Egal. Verzogen, aber ist jetzt auch egal. Oh, Mama Mia. Ey. Bam, ey. Das ist einfach geil, dieser Move. Und vor allem auch geil, auch diese Flammen, die aus seinen Schuhen schießen oder seine Boots. Ah, Mac, du Verräter. Jetzt wirst du erstmal mich mal kennenlernen. Na? Dich mache ich erstmal richtig persönlich mit was Tollem fertig. Ja, ja. Zack. Alter, das ist kacke. Ich glaube, takt. Was ist das für ein epischer Fan, ich hier gerade abziehe hier. Zack. Oh. Ja, das ist ein bisschen die. Wie soll ich sagen? Wie nennt man das? Ja, das ist wie jetzt fällt mir schon wieder dieses andere Wort nicht ein. Vorführeffekt, genau. Vorführeffekt. Das ist manchmal das Problem. Das haut manchmal böse durch und dann passieren immer so welche dummen Fehler. Aber ich werde es mir bald wieder
mich wieder ein bisschen mehr eingewöhnen, dann geht ja alles wieder. So, weiter mit dem Text hier. Bist du okay, X? Yes, ich bin erfrischt. Ich werde das Hauptquartier weiterhin untersuchen. Pass auf dich auf. Und jetzt nur wieder X. Langweilig. Na, wie gesagt, ich sag jetzt noch nichts dazu. Man kann zwar... das erkläre ich ja später erst, der Punkt. Da erkläre ich ja später dazu. Komme ich erst später dazu hin. So, unser erster Bossfight. Und die Musik war jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, die hört sich so richtig so an, als kommt eine Bedrohung auf dich zu. Boah, der Hintergrund ist voll rot geworden. Ja, und den Typen, den wir aus dem Intro ja kennengelernt haben. Wow, der Gegner ist ja echt ekelhaft hier sofort. Der kriegt einen X-Booster ins Gesicht. Ja. Zack. Muss ein bisschen aufpassen, wie der angreift. Alter, der greift ja direkt so an. Schon. Ih, das ist wirklich ekelhaft. Aber juckt mich nicht. Der geht direkt vor sein Bärtchen ab und direkt sagen wir Bye-Bye. Und wieder die epische Explosion wieder, wenn der Boss besiegt ist. Boom, 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 boom. Boah, geil. Ich freue mich so richtig wieder. Da fliegen die Einzelteile hintergrundmäßig weg. Na, Zero wieder. Ey, was machst du hier? Alles kaputt gemacht. Mal geht das doch noch so gut. Aber finde ich nicht gut von dir. Nein. Sieht so aus, hätten wir die größten... ich fange nochmal von neu an. Sieht so aus, als hätten wir den Großteil der Armee zurückgeschlagen. Ich werde nochmal das Hauptquartier überprüfen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Bis... Seh dich später, X. See you later, Alligator. Ja, und wieder, das kennen wir ja. Passwort. Aber die Musik hat sich schon irgendwie so wie... hat das selber geschafft. Naja. So, und wir befinden uns jetzt direkt im Double Town. Und das heißt wieder, wir haben wieder 8 Gegner, die sich hier in Double Town ja befinden. Und wir kennen es ja wie bei jedem Mega Man Teil. Jeder Typi hat eine Special Weapon, die nehmen wir uns, wenn wir sie besiegt haben. Und die Special Weapon hilft uns dann gegen den Gegner, ne, besser abzuschneiden. So, ich bin jetzt noch überlegen, welchen Gegner ich zuerst mache. Wer war das denn nochmal? Warte mal, das Bild sieht gerade so komisch aus. Ich erkenne halt jetzt gerade nicht viel. Boah, der hat aber echt ein komisches Bild. Da kennst du das Gesicht ja nicht richtig. Aber der war... Ich glaube, ich weiß, wer das war, aber ich werde ihn auch noch nicht angreifen. Und außerdem habe ich jetzt erstmal genug gesabbelt und werde euch jetzt erstmal bestraft mit einem bösen Kahat. Wir sehen uns beim nächsten Part, liebe Leute. Ciao, ciao.